Wo kann man zurzeit entspannt Urlaub machen? Funda testet das in Kroatien. Sie reist nach Pula. Für Christoph geht es mit dem Flugzeug nach Kreta. Griechenland ist wieder stark im Kommen. Welche Aktivitäten lassen sich trotz Kontaktbeschränkungen sorgenfrei genießen? Wie sind Entspannungs- und Actionfaktor? Und wie sieht es mit den Preisen vor Ort aus? So, dann kann die Reise ja beginnen. Geht ab nach Kroatien für mich. Das Schöne ist, dass die Kroaten vorgedacht haben und man im Internet sich direkt registrieren kann und dort ein paar Fragen zum Thema Corona angibt. Dann bekommt man so ein Formular, auf dem steht dann eine Nummer und von wann bis wann ich dann da bin und der Zweck. Und dann kann ich relativ einfach ins Land einreisen. Aber jetzt, die Zeit rennt, ich muss los. Unsere Reporterin Funda startet ihren Urlaub von München aus. Da Direktflüge von Deutschland nach Kroatien im Moment noch etwas rar sind, entscheidet sich Funda für die Anreise mit dem Auto. Das kostet pro Strecke knapp 120 Euro inklusive Benzin und Maut. Funda muss keine Maske tragen und kann an den schönsten Orten der Strecke anhalten. Zum Beispiel in Österreich am Millstätter See. Halbzeit habe ich jetzt. Ich habe jetzt mein Zwischenziel erreicht. Und ich muss zugeben, es ist nichts los. Es ist wunderschön. Ich bin hier umgeben von tollen Bergen, also ein super Panorama. Nach 3 Stunden Fahrt schon das erste Highlight. Ein klarer Vorteil beim Autofahren. So eine schöne Brotzeitpause hat Christoph sicher nicht. Echt ein Traum. Wahnsinn. Auch für Christoph geht's los. Und zwar auf die größte griechische Insel, Kreta. Mit dem Flugzeug ist er definitiv schneller als Funda. Aber er muss sich mit der hier vorgeschriebenen Maskenpflicht abfinden. Also ich stelle fest, das war ein ganz normaler Flug. Und damit meine ich tatsächlich, der war proppevoll. Da war jetzt an Abstände nicht unbedingt zu denken im Flieger. Die Maske war dabei, aber hey, es ist schön hier zu sein. Man spürt die Wärme, man spürt das Mittelmeer. Mal gucken, wie Reisen in Zeiten von Corona wirklich ist. Flüge aus Deutschland gibt es ab 150 Euro. Mit dem Mietwagen geht es zuerst ins Zentrum von Heraklion. Dort will Christoph erstmal ein Gefühl für die aktuelle Lage bekommen. Also bummelt er durch die Altstadt vorbei an Sehenswürdigkeiten und Cafés. Endlich wieder Urlaub. Ja, also zu sagen, dass Heraklion ausgestorben wäre, das wäre jetzt auch etwas übertrieben. Aber hier ist deutlich weniger los. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier und auf diesem Platz sind normalerweise Gaukler und Straßenkünstler und so. Hier ist nichts los. Das kann man einerseits gut finden, weil man es quasi als Geheimtipp fast wieder neu entdeckt. Auf der anderen Seite finde ich aber gerade, dass auch so ein bisschen Leben fehlt, was normalerweise da ist. Das sieht man leider auch an den Shops und Cafés. Hier fehlen die Touristen. Aber auch Masken sieht Christoph sehr wenig. Das irritiert ihn. Wie halten Sie es damit auf Kreta? Ich habe mal eine Frage. Ich sehe, du trägst eine Maske, aber sonst keiner. Wie ist das hier auf Kreta? Das ist nur eine Empfehlung. Keine Pflicht für die Kunden. Aber beim Arbeiten müssen wir eine tragen. Weißt du was? Ich habe meine Maske dabei. Ich trage sie einfach. Es ist ja für die anderen. Das stelle ich tatsächlich gerade fest. Es fühlt sich total komisch an, hier jetzt nach 3 Monaten, als wäre gar nichts, einfach wieder in Cafés reinzulatschen und keine Maske zu haben. Also auch wenn es hier keine Pflicht ist, sollte man die Maske dabei haben und in geschlossenen Räumen tragen. Zurück zu Funda. Sie sitzt noch im Auto. Jetzt heißt es Endspurt. Die letzten 400 Kilometer liegen vor ihr. Dank der Online-Registrierung klappt die Einreise nach Kroatien problemlos. Um den Urlaub fernab von anderen Touristen genießen zu können, hat sich Funda als Unterkunft ein Glamping-Zelt ausgesucht. Das sieht total schön aus. Ich habe noch nie Glamping gemacht. Also glamourös Camping sozusagen, Luxus-Camping. Boah, das ist ja schon riesig. Das sieht aus wie so ein Riesentippi. Wow. Die Aufregung steigt. Tada! Hey, das ist cool. Hey, mega.
Kochen kann man hier selber, Kaffee kann man machen. Ganz billig ist die Unterkunft nicht. Ein Zelt mit 4 Schlafplätzen kostet in der Hauptsaison 250 Euro pro Nacht. Social Distancing ist bei dieser Unterkunft aber kein Problem. Und sie liegt direkt am Meer. Mal sehen, ob Christophs Unterkunft da mithalten kann. Er fährt in den kleinen Küstenort Agios Nikolaos. Der liegt auf der ruhigeren Ostseite der Insel. Ich habe mir für die erste Nacht ganz bewusst ein Studio-Apartment gesucht, weil ich glaube, dass Hotels gerade nicht das Gebot der Stunde sind, weil man da eben doch mit mehr Menschen in Kontakt kommt, beim Frühstücksbuffet beispielsweise, als man eigentlich will. Hier sieht es so aus, als hätte ich meine Ruhe und es liegt auf dem Hügel. Das Apartment kostet knapp 60 Euro pro Nacht. Das ist nicht teurer als letzte Saison. Maskenpflicht für Gäste gibt es nicht. Aber Christoph hat hier sowieso viel Platz für sich alleine. Den hat er auch am Abend. Der sonst sehr touristische Küstenort ist für einen Samstagabend überraschend leer. Beim Essen hat Christoph freie Tischwahl. Ich bin mit Riesenhunger angereist und freue mich auf alles, was da jetzt kommt. Und es kommt, na klar, ein Klassiker. Griechischer Salat und Souvlaki, traditionelle Fleischspieße. Kostet zusammen knapp 15 Euro. Auch hier kein auffälliger Preiszuschlag durch Corona. Ich glaube wirklich, Griechisch ist meine liebste Küche. Merke ich gerade wieder. Oh. Mein Flug heute Morgen war so voll, dass ich schon dachte, dass das auf die Insel möglicherweise auch zutreffen wird. Aber tatsächlich habe ich das Gegenteil heute am ersten Tag erlebt. Ich finde verhältnismäßig leer. Oder ich habe die Menschen einfach noch nicht gefunden. Das werde ich in den nächsten Tagen noch mal genauer auschecken. Sind sie an den Stränden und wie sieht es vor allem mit Touristenattraktionen aus in Zeiten von Corona? Für Funda ist der Abend in Kroatien noch nicht vorbei. Auf sie wartet noch ein Highlight. Stand-up-Paddling kennt ja mittlerweile jeder. Aber an der Küste von Pula werden die Touren bei Nacht angeboten. Bei Dunkelheit jetzt Stand-up-Paddling ist schon ganz schön spannend. Ich freue mich voll. Im Dunkeln, nur mit LED-Lichtern an Bord, geht es für Funda raus aufs Meer. Mutig, doch es lohnt sich, denn die Atmosphäre auf dem Wasser bei Nacht ist einzigartig. Die Tour dauert 2 Stunden und kostet 50 Euro. Ich werde jetzt nur noch Nachtstand-up paddeln. Der erste Tag war für Funda ein voller Erfolg. Von Corona-Sorgen ist in ihrem Urlaub bis jetzt nichts zu spüren. Wie ist es bei Christoph auf Kreta? Da gibt es erstmal Frühstück. Aber nicht an überfüllten Buffets mit zig anderen Gästen, sondern schön persönlich an den Tisch serviert. Gut gestärkt geht's los. Mich interessiert natürlich besonders, wie sieht's aktuell um die Touristenattraktionen aus? Ist es günstiger, ist es vielleicht sogar teurer als vorher? Und vor allem, was ist los? Eine der Top-Attraktionen liegt hier hinter mir. Das ist eine alte Festungsinsel, auf die normalerweise jeden Tag mehrere tausend Menschen fahren. Bis jetzt ist hier nicht so viel los. Mein Ticket habe ich online gebucht und da geht's, glaube ich, rauf aufs Boot. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind wieder normal geöffnet. Allerdings mit neuen Vorschriften. Aha, also jetzt habe ich hier gerade so einen Zettel bekommen. Einmal eintragen bitte, dass auch klar wird, dass ich hier vor Ort war. Das ist das, was wir aus Deutschland ja nun auch schon kennen. Die unbewohnte Insel Spina Longa liegt direkt vor der Küste Kretas. Normalerweise fahren hier täglich 3000 Touristen rüber. Christoph ist heute nur mit 20 auf dem Boot. Für 8 Euro Eintritt kann man die Insel auf eigene Faust erkunden. Christoph klettert durch alte Festungsruinen, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen. Als Belohnung fürs Wandern gibt es noch einen fantastischen Ausblick. Spina Longa ist ein super schöner Ort mit Geschichte und ich kann total verstehen, dass das eigentlich eine Hauptattraktion hier in der Region ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die 20 Leute, mit denen ich auf dem Boot war, sich so gut verteilt haben, dass hier der Touri-Hotspot plötzlich zum Lost Place für mich wurde, den ich im Prinzip ganz für mich alleine hatte. Aber wie ist die Lage am Strand? Der darf ja im Sommerurlaub nicht fehlen.
aber dicht an dicht neben anderen Urlaubern liegen, darauf hat keiner Bock. Genau wie in den Cafés nimmt auch das Leben am Strand hier langsam wieder Fahrt auf. Natürlich überhaupt nicht so, wie man das eigentlich kennt. Hier ist wahnsinnig wenig los und es gibt recht strenge Abstandsregeln, was die Liegen angeht. Hier kann man sich also ohne Sorge breit machen. Es ist genug Platz für alle da. Ah ja, und hier gibt es auch eine Info. Diese Sonnenliege wurde desinfiziert. Na dann kann Christoph ja erstmal entspannen. Und wie war bei Funda in Kroatien der Morgen? Die beginnt ihren Tag in Pula erstmal mit einem Frühstück auf der eigenen Terrasse. An Buffetzeiten oder Einlassbeschränkungen durch Corona muss sich Funda nicht halten. Dafür muss sie sich das Frühstück selbst besorgen. Jetzt beim Frühstück hier draußen sitzen mit Blick auf das Meer, ist es schon echt ziemlich cool. Wie sieht die Lage in der Innenstadt von Pula aus? Hat sich durch Corona etwas verändert? Funda macht sich auf den Weg in die historische Altstadt und läuft direkt deutschen Touristen über den Weg. Ich höre Deutsch. Ja. Hi. Ihr seid aus Deutschland? Ja. Und wolltet ihr in Kroatien Urlaub machen oder war der Plan ein anderer? Erstmal nicht. Genau. Es hat sich spontan ergeben. Aber ihr habt es hier ja jetzt auch schön, oder? Ja, doch. Also. Ja, hier spürt man eigentlich nichts von Corona. Ich danke euch. Dann einen schönen Urlaub noch. Ja, danke. Ein guter Tipp, um den Urlaub wirklich zu genießen? Die Reise-App des Auswärtigen Amtes. Da bekommt man sofort eine Meldung, wenn sich die Corona-Maßnahmen im Land ändern. So wie es während unserer Dreharbeiten passiert. Ich habe gerade von der Redaktion eine Nachricht bekommen. Bin total irritiert. Die Fallzahlen scheinen so gestiegen zu sein, dass die Maskenpflicht in Kroatien jetzt wieder eingeführt wurde. In Kroatien gab es lange Zeit nur eine Maskenempfehlung. Während unserer Dreharbeiten wird die Maskenpflicht eingeführt. Aber wie bei uns gilt die nur für geschlossene Räume und öffentliche Verkehrsmittel. Zum Glück ist das Wahrzeichen der Stadt das Amphitheater an der frischen Luft. Hat sich der Preis seit Corona verändert? Wegen Corona haben wir den Preis reduziert. Ah, habt ihr also. Statt 70 Kuna sind es jetzt 50. Okay, gut. Danke. Tatsächlich ist der Preis von umgerechnet 9,30 Euro auf 6,60 Euro gesunken. Gut für die Urlauber, schlecht für die Tourismusbranche. Funda kann dieses Sightseeing-Highlight fast für sich alleine genießen. Unter tosendem Applaus sind hier Weltstars wie Elton John, Pavarotti, Nora Jones und viele, viele mehr aufgetreten. Und das Amphitheater wird im Internet auch als die Sightseeing-Attraktion schlechthin angepriesen. Ja, und da stehe ich jetzt, kaum Menschen da. Also es ist wirklich extrem überschaubar. Man schafft es, sich fotografieren zu lassen, ohne dass die Menschenmengen neben einem sind. Es ist wirklich sehr schön. Christoph, wie sieht es auf Kreta aus? Ja. Hello. Funda. Wir haben offensichtlich im Hintergrund gerade komplettes Kontrastprogramm. Wo bist du und wie ist Kroatien für dich? Also Kroatien ist total toll. Es hat auch schon wahnsinnig cool angefangen. Und ja, touristentechnisch geht's ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt in dem Kolosseum, hier in dem Amphitheater in Pula. Ja. Und es ist wirklich extrem überschaubar. Hier ist kaum was los. Es ist echt Hammer. Ja, es scheint tatsächlich noch nicht ganz wieder angelaufen zu sein. Das Gleiche trifft hier auf mich auch zu. Wahnsinn. Liegen und die Sonnenschirme sind da. Also theoretisch ist man bereit für mehr Touristen. Aber auch bei mir ist es wahnsinnig, wahnsinnig überschaubar. Das ist so ein bisschen so, als hätte man ein Lost Place entdeckt, oder? Ja, genau, so fühlt sich's an. Also die Preise sind stabil. Teilweise wird aber auch hier für einen frisch gepressten Saft plötzlich 5 Euro verlangt, was ich mir vorstellen könnte, was vorher nicht so war. Also hier versucht man schon auch noch den einen oder anderen Euro mehr zu machen, was natürlich völlig verständlich ist, weil die Touristenmassen, die man sonst hier kennt, einfach bis jetzt ausbleiben. Wann hat man so einen Strand schon mal fast für sich alleine, muss man ja auch sagen. Ja, mein privates Kolosseum, dein privater Strand, da haben wir alles richtig gemacht, Christoph. Erhol dich gut, lass es dir gut gehen. Ach ja, ähnliches Bild. Nicht viel los in Kroatien, das kann man so oder so sehen. Ne? Gibt immer zwei verschiedene Herangehensweisen. Aber ich genieße jetzt hier den Strand, den ich fast für mich habe. Stimmt nicht ganz, da sind ein paar Leute. Ich wollte ein bisschen übertreiben bei Funda. Noch einmal schnell abkühlen.
Und dann geht's für Christoph weiter zu seiner zweiten Unterkunft. 20 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, direkt an der wilden Küste. Abstand? Hier gar kein Problem. Jetzt bin ich aber selber mal sehr gespannt. Ich kann ihn schon erahnen. Es ist ein alter, umgebauter Bus, in dem ich, glaube ich, heute Nacht schlafen werde. Den Bus hat Christoph über Airbnb gefunden. Gastgeberin Dora erwartet ihn schon. Für 40 Euro die Nacht haben hier bis zu 4 Personen Platz. Abgefahren! Übernachten mitten in der Wildnis an der rauen Nordküste, direkt am Meer. Ich würde sagen, das ist hier der Inbegriff von Einsamkeit. Schöner Einsamkeit. Ganz einsam muss Christoph den Abend aber dann doch nicht verbringen. Dora und ihr Mann versorgen sich hier fast komplett selbst. Spontan wird das ganze Team zum Essen eingeladen. Unter freiem Himmel gibt es traditionelles griechisches Brot, viel Gemüse und Oliven. Ein ganz besonderer Abend an einem wirklich besonderen Ort. Funda hat auch Hunger. Also geht's für sie an den Hafen, gleich neben ihrer Unterkunft. Und was isst man hier so? Also in Istrien, da ist mir aufgefallen, essen sie immer Fisch. Also doch recht viel Fisch. Und deswegen nehme ich ein Thunfischsteak. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. Exzellent. Nächster Tag in Pula. Funda möchte in die Stadt, aber bitte ohne Getümmel. Auf diesen Teil habe ich mich jetzt sehr gefreut. Das ist hier die Markthalle von Pula. Und dieses Gebäude hier gibt es schon seit 1903. Ich schaue mal, ob ich vielleicht hier und da ein bisschen was schnabulieren kann. Kommt mit. Über 60 Verkaufsstände mit regionalen Spezialitäten gibt es hier. Aber irgendwie erstmal nur rohen Fisch. Nix zu naschen für Funda. Ein Stockwerk weiter oben lassen sich die Einheimischen die Laune nicht vermiesen. Genau deswegen sollte ich hier hochkommen. Die sitzen hier wohl immer und singen, was das Zeug hält. Also das darf man auf keinen Fall verpassen. Wie cool! Doch der 1000 Quadratmeter große Markt hat noch viel mehr zu bieten. Funda ist mit dem Marktleiter Renato Pertsch verabredet. Er möchte unserer Reporterin die regionalen Produkte zeigen. Klar, Ziegenkäse. Der Kameramann muss auch. So. Und jetzt schauen wir mal, ob er ja oder nein sagt. Ja. Das war jetzt der ein Jahr alte. Warte, das ist der zwei Jahr alte. Ah, noch besser. Ist wie bei mir, genau. Very good. Thank you so much. Wer möchte, kann sich hier einmal durch die istrische Küche schlemmen. Viel los ist allerdings nicht. Ich bin derzeit zufrieden mit der Anzahl der Leute auf dem Markt. Natürlich habe ich auf der anderen Seite auch Bedenken. Du weißt ja, wie es ist. Aber ich glaube, die Verkäufer sind zufrieden. Wir sind sicher. Passen die Leute hier auch auf, dass die Menschen nicht ganz zu nah kommen? Es kommen nicht mehr diese großen Busse an, die Leute reisen individuell an. Dann sind sie gar nicht mehr in so vielen Hotels, sondern sind irgendwie in Ferienunterkünften untergebracht, dass sie sich ihr Essen holen müssen. Dementsprechend ist hier natürlich ein bisschen mehr los, aber es ist gut, wenn die Leute selber darauf achten und die Mitarbeiter hier natürlich auch Acht geben. Also ich sehe schon viele beisammen, ehrlich gesagt, aber ich sehe auch welche, die dann nahe kommen, dann haben die tatsächlich eine Maske auf. Für Christoph geht's gut erholt wieder zurück in die Zivilisation. Und zu einem weiteren Urlaubshighlight.
Neben dem Tourismus sind Oliven der Wirtschaftszweig Nummer 1 hier auf Kreta. Und das kann man sich tatsächlich im Urlaub auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Entweder in großen Gruppenführungen. Ich habe aber tatsächlich die kontaktarme Variante gewählt und habe mir eine Privattour über diese Olivenfarm hier gebucht. Die Farm hat seit Anfang Juni wieder für Touristen geöffnet. Bei der Tour lernt man, wie man Olivenöl auf traditionelle Weise gewinnt. Farmbesitzer Tassos wartet schon auf uns. Ist das die alte Presse? Press? Ja, genau. Die Olivenölpresse ist 140 Jahre alt. Wow. Soll ich dir erklären, wie das funktioniert? Darf ich mal? Kann ich die selbst bewegen? Echt? Christoph wollte ja Action. Jetzt bekommt er sie. Er muss die ganzen Oliven unter den großen Steinrädern zermahlen. Ah. Reicht das? Ja, ist fertig. Das sind gute Nachrichten. Jetzt musst du die Oliven noch einsammeln und zu der anderen Presse bringen. Da machen wir das Öl. Ich dachte, wir sind schon fertig. Das war jetzt der erste Schritt. Okay. Die Olivenmatsche kommt in Leinensäcke, die Christoph dann unter eine zweite Presse legt. Jetzt ist nochmal Muskelkraft gefragt. Schweißtreibender Urlaub. Mit jeder Bewegung senkt sich eine schwere Platte weiter ab und presst die Oliven aus, bis... Da kommt was raus. Ein ganz bisschen. Ich habe Öl gemacht. Als Belohnung gibt's immerhin ein Mittagessen. Natürlich mit ganz viel Olivenöl. Die Tour kostet 35 Euro inklusive Essen. Christoph war heute tatsächlich der einzige Gast. Dafür wurde er von gleich drei Mitarbeitern betreut. Vielleicht ein kleiner Vorteil beim Reisen in diesen Zeiten. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich konnte zur Abwechslung mal richtig mit anpacken, habe gesehen, wo das Olivenöl herkommt, habe sogar ein Tasting bekommen. Und ich glaube, dass so eine Aktivität wie das hier vielleicht gerade das Perfekte ist. Keine großen Gruppen und man ist die ganze Zeit unter freiem Himmel. Auch Funda steht noch ein Highlight bevor. Unsere Reporterin möchte nämlich die Küste vor Pula und die Meereshöhlen an der Adriaküste vom Kajak aus erkunden. Was andere nicht wissen ist, wir haben starke Männer hinter der Kamera. Aber es nützt nichts, weil die müssen ja Kamera und Angel halten. Also müssen wir jetzt schleppen. Unsere Tour ist auf vier Leute begrenzt. Mit einem privaten Guide geht es für uns jetzt ins Wasser zur schönsten Bucht Pulas. Kristallblaues Wasser erwartet uns. Bis jetzt noch ein Geheimtipp. Die Tour dauert 3 Stunden und kostet 52 Euro pro Person. Das ist wirklich ein Traum. Und das Schöne ist, dass man hier quasi kontaktlos ist. Man kann Sport machen, man genießt das Land, das Meer. Und ist hier ganz alleine im Prinzip. Also mit dem Team, aber sonst alleine. Kajakfahren unter den Klippen. Genau von das Ding. Nach 40 Minuten erreichen wir die Höhle. Stirnlampe an, denn jetzt wird's dunkel. In der 30 Meter langen Höhle kann man sogar heiraten. Am Höhleneingang ist das Wasser am schönsten. Nach der Anstrengung wagt Funda einen Abstecher ins kühle Wasser. Das war jetzt eine richtig schöne Kajaktour. Ich hatte das Meer gefühlt irgendwie für mich alleine. Und die Höhle war total schön. Es war spannend, actionreich. Also mehr kann man sich jetzt tatsächlich nicht wünschen. Es war echt toll. Ich finde, es ist so ein krönender Abschluss, jetzt noch die Sonne untergehen zu sehen. Einfach toll. Mitten auf dem Wasser sind sämtliche Corona-Sorgen vergessen. Ein gelungener Abschluss. Wenn die Lage so entspannt bleibt, steht dem Urlaub im Süden nichts mehr im Weg. Unsere Tipps? Statt ins überfüllte Hotel lieber mal eine Privatunterkunft buchen. Aktivitäten im Freien planen und sich vorab über die Einreisebestimmungen informieren.